Jo Leute, willkommen zurück hier bei Plaguing Evolved. Wir sind wieder auf unserem Kreuzzug, die Menschheit auszurotten. Letztes Mal sind wir leider mit dem Prion gnadenlos gescheitert und ich möchte jetzt einfach mal so einen Standardmist spielen, also Bakterium, Virus oder Pilz. Nehmen wir den Virus. Virus ist ein sehr, sehr cooles Teil. Statische Fähigkeiten, Moment, Rückentwicklung einfügen, das da. Ist ein sehr geniales Teil. Evolutas Virus, finde ich einen sehr coolen Namen. Und hat nur die blöde Eigenschaft, der mutiert ständig. Warum ich jetzt in Indien anfange? In Indien wohnt einfach mal ein Drittel der Menschheit. Ich glaube, hier wird mit 6 Milliarden Menschen gerechnet, oder? Ne, 7 Milliarden Menschen. Und Indien sind halt 2 Milliarden Menschen. Ja, ja. Wie... Ne, hier wird es mit 1,4 Milliarden Menschen gerechnet. Also ihr seht, so ein bisschen veraltet ist das vielleicht schon. Ich glaube, wir sind inzwischen auf der Welt 8 Milliarden Menschen, laut Schätzungen. Keine Ahnung. Beginnt sich auszuweiten, okay. Bla, bla, bla. So. Wir werden... Gilt das als urbanes Land? Ich glaube nicht, oder? Gilt das als urbanes Land? Rural, humales und heißes. Ich denke mal, Indien dürfte als ländlich gelten. Und da wir auch erstmal auf einem... Was? Fortfahren. Okay. So, und da habt ihr jetzt gerade schon gesehen, also das erste Symptom ist entwickelt worden. Und... Ach so, deswegen habe ich das rausgenommen. Ja. Das ist das Problem beim Virus. Der mutiert halt wirklich permanent. Und selbst mit der Fähigkeit Rückkauf kann man... Selbst mit der Rückkauffähigkeit hat man da echt Probleme, weil die Rückkauffähigkeit nicht funktioniert. Das heißt, selbst wenn ich ein Symptom zurückentwickle, habe ich das Problem, dass ich keine Punkte dafür bekomme, sondern Punkte dafür zahlen muss. So wie zum Beispiel jetzt für die Zysten, die ich definitiv noch nicht haben möchte. Das ist nämlich viel zu auffällig von Anfang. Was ich am Anfang halt immer beachtet, dass die Menge an Schwere, also die Leiste der Schwere, nicht so extrem hoch geht, am besten gar nicht. Oh, 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 da geht's nach Amerika. Am besten überhaupt nicht hoch geht. Und wenn es hoch geht, dann wirklich immer, dass die Infektiosität dreimal so hoch ist wie die Schwere. Das sollte eigentlich immer so sein, bis ihr auch den letzten Menschen infiziert habt. Also ihr seht, obwohl wir jetzt erst in ein paar Ländern sind, haben wir hier wirklich irre viel schon... Warum haben wir denn schon Tote? Doch jetzt nicht vom Ausschlag! Wir können doch nicht vom Ausschlag her, können wir doch jetzt nicht. Das kann mir doch keiner erzählen, dass weil du einen Hautausschlag... da können doch keine 843 Tote sein. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Und jetzt haben wir schon wieder den Ausschlag. Jetzt lassen wir den. Also der erhöht auch nochmal die Ansteckungsgefahr. Also, naja, gut. Wurscht. In vielen feuchten Ländern, ja. Also Regenfälle erhöhen die Ansteckungsgefahr durch das Wasser.
was ich ziemlich cool finde. Da wir schon in London sind und Olympische Spiele jetzt sind, freue ich mich darauf, dass ich eventuell... Zisten, scheiße. Freue ich mich darauf, dass ich eventuell da neue Kunden für meine Krankheit gewinnen kann. Also Zysten ist halt von einer Krankheitsschwere einfach zu hoch, deswegen möchte ich da ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass ich die jetzt gerade habe. Gerade wenn wir noch nicht in sowas wie der Karibik oder Madagaskar drin sind. Oh, Madagaskar haben wir jetzt gerade eben befallen. Hier hinten in Neuseeland sind wir auch, in Indonesien haben wir. Grönland ist noch ein Problem. Ich glaube, da geht es nur von Schweden aus hin, wo wir auch noch nicht drin sind. Was nicht so das Problem wäre, aber... Oder Finnland? Also entweder Schweden oder Finnland muss man rein, damit man hier in Grönland reinkommt. Weil nach Grönland kommt man, wie man hier sieht, nur mit dem Boot. Und wenn ihr jetzt gleich mal dem Boot hier folgt... Es geht nur dazwischen her. So... Ich hoffe einfach, dass wir jetzt uns so weit ausbreiten, dass... Oh ja, olympischer Spielverderber, das ist ein sehr cooles Teil. Übelkeit. Übelkeit ist jetzt schon ein bisschen härter. Also am Ende wird sowieso hier einmal die Fähigkeit entwickelt und dann hat sich die Sache. Jetzt fängt die Welt halt leider an, mich zu bekämpfen. China beginnt zu zerfallen, okay. Erbrechen. Es wird langsam haarig. Es wird langsam viel zu haarig. Also ich werde auf jeden Fall jetzt einmal zurückgehen. So. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt reicht. Komm schon, 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 komm schon. Husten ist nicht so tragisch. Oh ja, wir sind in Finnland drin. Niesen ist jetzt auch nicht... Ja, ich hab's gesehen. Wir sind in Grönland drin. Das heißt, wir sind in der Karibik drin. Okidoki. So, ab jetzt geht's hier drum. Wirklich den hier. Ihr werdet sehen, jetzt geht's los. Weil jetzt wird die Krankheit so stark mutieren, dass hoffentlich keiner mehr eine Chance hat. Ja. So, das sollte reichen, dass wir jetzt wirklich... Aha, ich habe was vergessen. Das hier wäre noch ganz praktisch. Paranoia. 19 brauchte das, richtig. Geh mal weg. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt schnell genug da oben alles infizieren können. Denn... Gerade in den kalten Gebieten war ich jetzt gerade noch nicht so verbreitet. Aber Island, Grönland und Kanada... die ja zu den sehr kalten Ländern gehören, wo man wirklich schon die zwei Assistenzen braucht. Sollten jetzt gleich komplett infiziert sein. Und ich bin gleich weg. Die hauen mich schon wieder weg.
Die hauen mich schon wieder weg. So eine Kacke. Die hauen mich doch jetzt schon wieder weg. Ach, shit. Ja, das bringt mir ja alles nichts. Ich kann es ja nicht verkaufen. Ach, Gottchen. Die hauen mich schon wieder weg. Es sind wieder nur ein paar Millionen Tote. Ach, nee. Ärgerlich. Ja, ich wurde leider schon wieder ausgerottet. 19.000, 4.000, 171, 0. 0 Menschen leiden an mir. Ich muss mal auf leicht spielen. Ja, normalerweise 2 Jahre. Vielleicht mal so 30 Monate hat man Zeit. Danach hat man eigentlich geloost, wie man hier sieht. Naja, gut. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich spiele einfach nur noch mit dem Neuraxe. Tschüss, bis dann. Haut rein.